Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalon Court. Und wie ihr seht, hat mein Schwert zu einem Blitzschwert gemacht. Sozusagen ein Sasuke-Schwert. Scheiße, es leuchtet. Es ist nicht so geil wie das andere, das Feuerschwert, aber es ist stärker. Das ist das Wesentliche. Nördliches Schlachtfeld. Was denn vorne? Was zur Hölle ist das denn? Ist klar. Ist klar. Was? Kupfer? Nix Kupfer. Okay, jetzt ist das ein... Was ist das eigentlich für ein Teil? Karte. Verdammt, okay. Ich töte das mal. So, so, so. So, so, so. Okay. So, so. Okay, hat nicht getroffen, super. So, 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 so. Okay, geschafft. Okay, da kommt noch eins, okay. Nee, 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 nee. Ich gehe raus, ich gehe raus, ich gehe raus. Okay, wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Und ich bin das Loch gefallen, außersehen. Super. Ist auch klasse. Junge, Junge, ich hätte nie gedacht, dass so etwas unter der Festung ist. Ist verdammt kalt hier unten. Mist, diese Trümmer versperren den Weg. Deine Waffe kann da nichts ausrichten. Muss da unbedingt durch. Als du gekämpft hast, fiel mir auf, dass dir eine seltsame Macht innewohnt. Ich wüsste gerne mehr über diese Macht. Deine Kraft ist die Fähigkeit, die Macht des Buches zu kontrollieren. Stimmt's? Liege ich mit deiner Annahme richtig? Ja. Wenn das so ist, stelle ich dir meine Bomben zur Verfügung. Damit sollte es dir möglich sein, durch den Trümmerhaufen zu kommen. Jetzt versuche es mal. Außerdem zeige ich dir noch einen Spezialmanöver. Ultimativer Knall. Nix. Das analysieren wir mal. Weisheitsbombe, okay. Okay, spektakuläres, super. Nimm jetzt die Bombe, um den Schutthaufen auf den Weg zu räumen. Wenn du das Spiel einsetzt, wird die Bombe drücke Angriff zweites Mal um dich. Ach so. Okay. Okay, wartet mal. Wenn das so ist, gab's doch noch einen Schutthaufen. Wo war der jetzt zum Teufel nochmal? Warte, wo war er jetzt? Ach so, ich weiß jetzt wieder. Wo ich später hingehen muss. Ich muss mir das merken, sonst... Bombe! Okay, das... So... Okay, jetzt ist das eine... leuchtende Bombe. Verdammt, okay, warte. Waffen... Okay, es geht weiter, Maus weg. Okay. Hä? Okay, das nicht. Achso, weglaufen? Geschafft. Ja, sie beeindrucken. Vergiss es nur nicht wieder. Um eine Waffe kontrollieren zu können, brauchst du zunächst Herz. Spezialmanöver gelernt. Juhu! Ja, yeah, das ist klasse. Das ist klasse. Bitte weg. Und dich analysiere ich auch mal. Wunderfinder. Stufenanstieg des Buches. Weiter so. Super, super, super. Super. Bitte weg. Dankeschön. Danke, danke, danke. Okay. Warte, die Bombe kann ich noch irgendwo einsetzen. Wo geht's hier lang? Blitzmeldung. Was? Einzelheiten unbekannt. Riesige Kreatur erneut gesichtet im unterirdischen Lago de Avano. Einzelheiten unbekannt. Okay. Okay. Wartet mal. Hallo Leute. Ja, wenn ihr euch wundert, wo ich gerade bin. Ja, ich bin in der Kalzer-Kotzold-Hülle, wo ich gerade eine Pause gemacht habe. Okay, jetzt spreng ich diese verdammte Teil da auf. Waffen. Bombe. Linke Hand für kurze Zeit, aber die haben eine echt hohe Angriffskraft, habe ich gelesen, so 179 stand da. So, okay. Aufgebrochen, super.
Jetzt wieder Waffen umstellen. Und gleich gehen wir auch zu dieser komischen Bestie, wo bei Folge 28 keine Stimme war und so alles. Links. Okay, das haben wir jetzt auch. Bitte weg. Dankeschön. Und Karte. Betätigt mehr als 10 Volleys. Was zur Hölle? Es geht noch weiter? Okay, die sind weg. Ist es ein Witz oder ist es normal, dass sowas kommt? Hä? Okay, Silber. Dankeschön. Gegner sind weg. Nächstes. Besieg alle Gegner. Oh nein. Nein, ich ahne Schlimmes. Ey, das ist das Gleiche, oder nicht? Achso, hier kriegen wir was Spezielles, okay. Das hier. Verdammt. So. So. Fick die, wie kannst du mich eigentlich treffen? So. Okay, die sind leicht wegen meinem Sasuke-Schwert. So. Und so. So, dankeschön. So. Okay, geschafft. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und was? Es öffnet sich eine Tür? Verdammt. Ich kriege Bronze. Nix kriege ich, verdammt. Okay. Ich habe die umsonst gemacht, die Höhle. Egal, das ist für die Leute, die nicht wissen, was da hier gibt's. Ich habe jetzt gesehen, was hier gibt's. Nichts. Außer ihr schafft nur diese ganzen Teile und alles und so und weiter. Ja. Ich gehe jetzt mal so komischen Nessie. Jetzt ist er wieder zu, oder was? Bastardos. Der Spruch von Final Messenger. Bastardos. Nee. Nee. Dankeschön, jetzt habe ich wieder voll. Danke, danke, danke. Jetzt besuche ich mal Nessie und was sie zu sagen hat. Vielleicht wird sie jetzt uns als Freunde haben, vielleicht jetzt nur. Dann freue ich mich ganz herrlich für sie. Okay. Verdammt, das war knapp. Ich dachte, man kann einfach durchlaufen, aber nein, mein Spieler ist ja suizidgefährdet. Nee, 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 nee. Das ist so geschwert, aber so breit. Ach. Okay, komm. Haben wir jetzt eigentlich alles in dieser Höhle gemacht? Das weiß ich gar nicht. Ich freue mich schon auf das Ende. Ich weiß nicht, was das Ende ist, aber bestimmt irgendwas Geiles. Und die Musik ist geil. Nee, nee. Heilen, danke schön. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken, was das Monster zu sagen hat. Schau mal, dort ist etwas. Ja, das ist das gleiche wie das letzte Mal. Das ist die Kreatur von vorhin. Oh, jetzt hast du uns gesehen. Boah, ich glaube, er ist auf einen Kampf aus. Was? Was zum Henker? Ich dachte, er wollte gegen uns kämpfen. Er scheint nach jemandem zu suchen. Na dann, lass uns gehen, Roxas. Okay. Das war alles. Das Tier sucht nach jemandem. Schön für das, aber was soll ich jetzt machen? Puschel-Alarm. Puschel, puschel, puschel. Okay, wir sehen uns in dem Schloss wieder. Also, bis gleich. Okay, wieder da. Und was habe ich gemacht alles? Das zeige ich euch jetzt mal. Waffen. Schild. Ich habe das jetzt so ein Donnerschild gemacht. Super. Und mein Schwert, wie ihr es erahnen könnt, ist jetzt ein Feuerschwert und hat den Wert von 98. Super. Und was habe ich noch rausgefunden, ist das hier. Charaktere. Wo ist unser Held? Hier, Held. Was zum Teufel? Er ist doch kein Held. Und was habe ich noch rausgefunden? Spieler. Unser. Also hier, die Stufen. Das meinen sie mit Stufen eigentlich. Wir kriegen kein Level Up, also unsere Waffen kriegen Level Ups. Mein Schwert ist auf Level 10, Hammer ist auf 2, Bombe ist gerade auf 1, das ist klar. Und ich muss die alle irgendwie verstärken, ist schon irgendwie klar, aber verdammt, das wird lange dauern, bis ich die alle auf einem hohen Level habe. Aber ich mache das erst
Warte. Hä? Warte, was war das denn? Was sie da... Ist hier irgendwas? Anscheinend wohl nicht. Okay, da gehe ich ja weiter. Vernichte alle Ziele. Tornak, Eishöhle. Verdammt, schwarze Hölle, Waffen. Bombe. Okay, so. Und so. Okay. Okay, das wird auch zerstört. Das wird auch zerstört, oder? Okay, geschafft. Und kriege ich was denn? Okay, ich kriege Gold. Silber? Hm, okay. Brr, ist das kalt. Rimpo verträgt die Kälte nicht, richtig? Okay. Betätige alle Schalter. Oh, verdammt. Okay. Okay, okay, okay. So. Lass mich ja durch. Das explodiert jetzt auch. Verdammt, das war jetzt ein Fehler. So. Das trifft es doch, oder? Fick dich doch. Jetzt aber. Okay, geschafft. Okay, es gibt jetzt mehrere Wege. Oben oder links? Hm. In welche soll ich reingehen? Das ist die bessere Frage. Verdammt. Ich gehe nach oben mal. Vielleicht ist das der richtige Weg, ja? Ja, das ist der richtige. Hm. Was stand da gerade? Ach, verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. Okay. Verdammt. Verdammt. Ach, verfickte Scheiße. Betätige alle Schalter. Okay, ich hab's verstanden. Und was ist das für ein Viech? Fick dich ins Knie, Viech. Komm her. Okay. So. Warum bist du so Schicksalsauge? Okay. Ich mach das hier. Und das kommt hier rein. Katzenfreund, egal. Ich mach die jetzt krank. Ängstlicher Geisterauge. Ne, 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 ne. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, das haben wir jetzt auch. Was zum Teufel? Okay, okay, okay. Fick dich ins Knie, Waffen. Schwert. Nicht dieses Schwert, verdammte Scheiße nochmal. So. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, geschafft. Boah, fick dich ins Knie, das ist voll ekelhaft. Okay, das haben wir jetzt auch. Was ist mit dieser Eisstaute los? Lass sie mal uns aufbrechen. Wartet mal. Okay, wieder da. Okay. Was passiert dann, wenn ich die aufbreche? Oder, nein, kann man nicht untersuchen, schade. So, so. Und was jetzt? Okay. Betätige alle Schalter. Wartet. Okay, es geht weiter. Betätige alle Schalter, das schaffe ich doch in diesen paar Sekunden. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Okay, ich muss das schieben. Verdammt, okay. Verdammt. Fick dich ins Knie. Hä, wie zum Teufel soll ich das machen? Gibt es noch einen anderen Weg als den da? Verdammt.